Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte. Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand. Böswillig und heimtückisch. Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit. Sie wurden zu etwas anderem, etwas Fremdem. Und nichts war mehr sicher oder unschuldig. Ich hatte nie verstanden, was sie meinte. Bis jetzt. Ja, okay, aber schläft die dann immer mit Licht, oder? Also ein bisschen komisch schon, ne? Ja, genau. Ja, was ist denn jetzt mit dem Typen? Ey, anstatt dass du dem ins Gesicht haust, ne? Warum quatschst du nicht einfach mal mit dem Alan? Das war nicht so eine super Aktion, muss ich echt sagen, Junge. Hättest du einfach mal mit dem gequatscht und gefragt, warum der überhaupt weiß, was der weiß. Was der meinte mit das Ganze gelesen und so, bla 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 bla. Weil der war zwar fordernd, aber der schien trotzdem nicht bösartig zu sein. Alles macht hier Geräusche, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich gucke mich einfach nur aus Neugierde gerade hier wieder um. Was wahrscheinlich mein Tod zur Folge haben wird. Schon wieder. Okay, hier nicht. Da ist wieder was. Was ist das zur Hölle? Das ist eine Bärenfalle. Was zum Teufel? Rusty hat mich von dem Fall gewarnt. Es tat höllisch weh. Ich stecke fest. Ja. In der Bärenfalle treten war halt auch meine super Idee gerade. Ich hab gedacht, ich krieg da vielleicht irgendwas. Außer einen gebrochenen Fuß. Muss ich jetzt immer aufpassen, dass hier irgendwo Bärenfallen rumliegen könnten. Ah, ja, sollte ich. Oh, Junge, ey. Ja, was ist denn damit los? Und jetzt? Kommt noch einer raus? Nein. Also immer nur, wenn ich da reintrete, dann kommt auch einer von diesen Idioten raus. Aha. Okay. Gehen wir mal zurück zum Hauptweg. Folgen eben diesem. Irgendwie. Wo ist nochmal der Hauptweg? Hier. Ich glaube, ich lasse die einfach aus. Weil draufschießen gibt ja einfach nur Munition, ne? Verschwendung hier und so. Zum Glück leuchten die ja immer so ein bisschen. Kann man da so gut drum rumlaufen. Das sind nicht gerade wenig. Muss man ja dann auch mal zugeben, ne? Also da war schon der ein oder andere echt beschäftigt. Wenn ich die jetzt alle auslösen wollen würde, oder beziehungsweise alle unbrauchbar machen wollen würde, dann bin ich echt eine Weile lang beschäftigt. Und verballer viel zu viel Munition. Da ist noch eine... Nein! Was, diesmal keiner? Ich hab da geguckt, dass ich eigentlich nicht reintrete, aber naja. Vielleicht auch doch nicht.
Ist nirgendwo was. Hier sind Fässer. Oh, Munition. Munition ist natürlich gut. Die haben wir dann auch direkt wieder voll. Ich lade den einen Schuss noch auf. Und ein Manuskript. Dankeschön. Lesen wir mal, was das ist. Die Klageandrohungen von Wakes Agent waren Sarah egal. Sie ließ Wake ohne Diskussion gehen, weil er etwas an sich hatte, das sie noch nicht einschätzen konnte. Etwas, das sie an ihren Vater erinnerte. Sie glaubte nicht, dass Wake seiner Frau etwas antat. Dann fiel ihr ein, wie er auf Hartman losgegangen war, wie sein Zorn ohne Vorwarnung hervorbrach. Okay. Ohne Vorwarnung, ja. Ist das hier? Das ist... Schießen. Yeah! Hab ich gewonnen? Was hab ich gewonnen? Hab ich was gewonnen? Dosen rollen hier so runter. Ganzen Krähen ziehen hier immer noch durch die Gegend. Wir haben eine Möglichkeit, irgendwie da rüber zu kommen oder da hinzukommen. Ich glaube nicht. Wenn es zwar so aussah, als wäre es dafür gemacht, da das ein oder andere Ding noch mitzunehmen. Okay, dann arbeiten wir uns jetzt mal hier durch dieses Fallenmeer weiter vor. Wo lang geht's? Mhm. Okay. Slalom. Hä? Nein. Da lang. Ah, fuck. Ich bin zurückgelaufen. So, jetzt aber. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg, hoffe ich. Ah, okay. Hier sind wir richtig. Glaube ich. Und wieder über die sichersten Brücken Mittelamerikas. Was jetzt? Die ganze Zeit diese Musik. Ist das, weil wir jemanden verfolgen? Werden wir verfolgt? Taucht hier jeden Moment noch was auf? So. Ja, wunderschön. Ja. Nein! So. Ja, scheiße. Jetzt habe ich zwei von den Fackeln verloren. Oder verbraucht. Aber ich denke, das war jetzt gerade... ganz okay. Oh nein, jetzt kommt hier wieder dieser Scheiß. Okay, ich gebe Gas. So, jetzt laufen wir mal einfach ein bisschen. Und sobald die uns nochmal ein Stück näher kommen wieder, also wenn ich jetzt hier irgendwo, wo lang muss ich denn? Weiter da lang? Oh, da geht's nicht weiter, doch, da geht's wohl weiter.
Dann jetzt schnell hier hoch irgendwie und dann den Dings hier angemacht oder was? Aha. Haben wir genau rechtzeitig das Ding hier aktiviert. Sonst hätten wir uns nochmal richtig gut prügeln dürfen gerade. Hätte ich nicht wirklich Bock drauf gehabt. Ah, okay, der bleibt so oder so da. So, den haben wir. Den großen, dicken Otto hier. Holen wir uns erstmal die Notiz. Und lesen eine weitere Seite im Manuskript des Wahnsinns. Die Nacht war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Och, Alter. Echt jetzt? Muss das sein? Junge, Junge, Junge. Da kommt da jetzt nicht echt ein... So. Da komme ich mit klar. Wenn das nur so dieser eine Typ ist. Kein Problem. Aber das mit dem Kettensägen-Moped können wir ja wohl eigentlich sein lassen, oder? Dann müssen wir noch nicht machen. Ne, lassen wir. Okay, jetzt sehe ich. Ich glaube anscheinend, dass die Thermos kann unser Maximumleben ein bisschen erhöhen. Hier sind Batterien, Munition, das ist schön. Wo lang muss ich? Irgendwo da lang, keine Ahnung. Also es scheint nicht unbedingt die sicherste Gegend gerade hier zu sein. Hier hoch geht's nicht wirklich. Gut. Dann verpassen wir auch nie rechts. Hm. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Das ist ein abgestürztes Flugzeug. Und das werde ich mir angucken, weil ich neugierig bin. F. Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick machte mir einen Schauer. Schön. Das ist hier auch wieder dieser... Die komische Farbe, oder was? Was ist mit dir, Krähe? Krähe kann ich nicht anleuchten. Aber ich soll auf jeden Fall hier langlaufen, um Vorräte zu bekommen. Es durch den Wald schaffen. Was passiert denn, wenn ich das hier alles so wegmache? Anscheinend nicht wirklich irgendwas. Wo ist hier ein Pfeil? Da rein oder was?
habe das Gefühl, das war eine beschissene Idee. Wer röchelt denn da so? Alan, bist du das? Das klingt so ungesund, Mann. Hör mal auf. Das kannst du auch noch nehmen. So. Drei Fackeln zusätzlich, das ist natürlich gut. Inwieweit das jetzt gut ist, stellt sich für uns dann gleich raus, wenn ich mir meinen nächsten Herzinfarkt abgeholt habe. Also da passt auf jeden Fall so einiges hier nicht zusammen mit den ja, wie halt hier zeitlich gesehen, welche Sachen passieren und so. Kontrollpunkt erreicht. Toll, das war ein Kontrollpunkt. Ich habe mich ja direkt sicher gefühlt an diesem Kontrollpunkt. So. Wo sehe ich oder höre ich was? Irgendwo in weiter Ferne irgendwas zu sehen? Oh, geil. Ja, komm! Komm schon! Alter Fiene! Okay, bin ich wenigstens die beiden Typen losgeworden. Hab ich, so, jetzt wieder hier. Kanone auffüllen. Und jetzt? Och Mann, wie viele davon kommen denn? Lasst mich doch mal in Ruhe. Ihr seid doch behindert. So. Ja, hier ist doch eine Lampe auch. Reicht das nicht? Natürlich nicht. Was frage ich auch so blöd? So. Ja, wenigstens habe ich hier irgendwie einen Safe Haven wieder geschaffen. So einen kleinen Kontrollpunkt wenigstens. Ja, Munition würde ich sagen. Haben wir mal brachial wenig wieder. Und irgendwie müssen wir es hier durchschaffen. Ja, und jeden Moment kommen die Axtschmeißer wieder. Wunderschön, ich freue mich. Ich freue mir ein Loch im Bauch, ey. Richtig geil, Omat 5000. Na komm! Oh, Alan! Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, lad mal deine Waffe jetzt auf hier. Oh, jo, 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 jo. Schön. Ja, Kaffee. Muss auch sein, ne? Und
Man weiß ja, desto früher der Kaffee, desto später die Gäste oder so.